Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Grenzlandverteidigung in Togetherfall Titanfall mit dem bunten Hasen. Hi. Und mir. Der hört sich irgendwie leicht gelangweilt an. Ich bin nicht gelangweilt, ich war am Trinken. Achso, mal wieder. Gehen wir lieber mal schnell ins Spiel, damit er nicht so viel trinkt. Ja, ist klar. Hey, neue Karte. Wir gehen in den Abfluss. Meine Burning hat natürlich nicht aufgepasst. Super. Haha. Schauen wir mal. Die Karte habe ich nämlich noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, wo der Ernter hier steht. Im Wasser. Ich werde so falsch liegen. Schon in die Mitte wahrscheinlich. Nö, im Wasser. Es geht los, Team. Der Ernter ist bereit. Verteidigt ihn gegen die IMC und sichert das Gebiet. Oh, der steht gar nicht mal so schlecht hier. Er steht genau in der Mitte, von vier Seiten angreifbar. Ja, aber von Titanen halt nicht, nur von oben. Drumherum können die Titanen ihn nicht angreifen, das heißt, die können sag nur mal, von oben. Sag mal, ist der Trotfoxy nicht dumm im Kopf? Hä, wieso? Nee, der Kapu-Scheißen-Ding ist kaputt im Kopf. Warum? Der schießt auf mich. Lass ihn doch. Achtet auf die Minikarte, ich markiere die Landezone der IMC. Komm ich hoch. Huch, da kommt ein Titan angelaufen. Wir haben den Piloten verloren. Und super. KMP wurde ich gekillt. So, ich bin jetzt weiter da. Gott. Ernsthaft? Ein Strider für die Grenzlandverteidigung? Ja, natürlich, ich habe die Karte noch übrig gehabt. Hä? Nee, dich meine ich gar nicht. Ich meine eigentlich der da. Oh, Vorsicht, Titan. Spring auf? Ja, ich muss doch eh jetzt Kanone wechseln, Kanone stellen. Dein Gefährt ist einsatzbereit. Bring es in Stellung und überlass ihm den Rest. Ach, scheiße, Dreck. Okay, Team, die nächste Welle ist unterwegs. Stellt euch auf Mörser Titans und Selbstmord Spectres ein. Ihr solltet euch aufteilen, um sie auszuschalten. Toll, runtergefallen. Glückwunsch. Da unten sind jede Menge Mörserteilchen. Schaltet sie aus, bevor sie in Position gehen können.
ist offline. Zieht euch zurück, Pilot. Scheiße! Mörder-Titans beschossen. Sie sind an den Rändern der Minikarte stationiert. Hol sie euch! Ernter-Gesundheit bei 5 und 4. Geh doch mal! Aufpassen! Eine Horde Selbstmordspekte nähert sich dem Ernter. Yippie, ich bin explodiert. Da bin ich schon weg. Hinweis: Verbindet sich die Boot auf ihrem Teilchen. Schildsystem offline. Gute Arbeit, Team. Das war's fürs Erste. Geschütz ist bereit, Pilot. Stationier es, um auf vorrückende Gegner zu feuern. Unterwegs. Atom-Titans. Die sprengen sich in der Nähe des Ernters in die Luft, also versucht sie auf Distanz zu halten. Das Geschütz steht super, verursacht jede Menge Schaden. Scheiße, tot. Und warum war irgend so ein verdammter Idiot den angreifen mussten, während dem, dass er unten war im Loch? Und einer ist. Hey, ja. Nächste Ding ist da. Ja! Und der Todfuchs verlässt uns. Ich hasse solche Spastis. Sie haben ihn zu stark beschädigt. Piloten, ich starte jetzt den Ernter neu. Sein Teil steht bereit. Fordere den Angriff in den Raum. Stationier dein Geschütz an einer strategisch günstigen Position. Dein Teil ist fertig. Sag Bescheid. Also, machen wir so akzentriert. Seid vorsichtig. Ja, guck mal genauer hin. Zu zweit. Oh Mann. Ja, ist eigentlich für schier unmöglich. Nö. Nee. Ist möglich. Ich kann nichts machen.
War klar. Ja, das ist nicht Ernte möglich. Zerstört. Ich wiederhole, Ernte zerstört. Au! Jetzt wurde ich zum Schluss noch von dem Titan zerlegt. Okay. Was, es gibt noch einen Versuch? Oh Gott. Mhm. Ich habe meine Geschütze jetzt hier oben drauf stehen, aber das bringt nichts. Alle bereit machen. Denkt dran, das ist unsere letzte Chance. Wenn ihr es jetzt vermasselt. Gott sei Dank, es ist die letzte Chance. Die IMC hat nicht nur mein Geschütz zerstört, die hat auch mich zerstört. Standhaft bis zur letzten Sekunde. Und kaputt. Oh Mann. Ja. Ja, wenn ihr verlassen, ist ja klar. Voll Bast. Ich hab nichts gesagt. Das Schöne ist, egal wer unsere Videos irgendwann in irgendwie in irgendeiner Zukunft sieht, diese zwei Leute werden jetzt gebrandmarkt sein. Oh ja. Naja gut, du hast ja auch noch Bastard Go Home lieber und so weit geschrieben. Ne? Das schreibt man ja auch nicht. Warum nicht? Hätte ich lieber schreiben sollen, dass es ein blödes Arschloch ist und dass es sich in den Arsch fetten soll. Ja, sowas macht man noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.